Jahresmesser habe ich schon einmal vorgestellt und da gibt es das Natrix. Dieses kleine EDC-Messer, aber trotz alledem für den Outdoor-Bereich gedachte Messer von Matthias Busch, dem Jackknife. Das habe ich mir gegönnt vor 3 Monaten. Und wenn du wissen willst, ob das was kann oder ein Schaf mit Quasteln ist, wie man in Österreich sagt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier von waldurlaub.at, dem Bushcraft-Areal. Schön, dass du da bist. Das Natrix von Matthias Busch, gemacht in D2-Stahl von der Firma Jars. Und ich habe schon einige Jars-Messer vorgestellt. Gebe dir da oben den Link, wenn du dir das in Erinnerung rufen willst. Und ich habe auf der Webseite genau diese Schönheit hier gesehen und habe mir gedacht, das ist so schön, ich muss das haben und habe es mir gekauft. Also wie gesagt, das ist hier keine billige Eigenwerbung, denn ich habe mir das Messer ganz einfach selbst gekauft und möchte meine Erfahrungen und meinen Eindruck mit dir teilen. Natrix heißt es. Natrix ist auch da schön eingeprägt und Natrix müsste eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, die Ringelnatter sein. Und wenn du das Messer dir anschaust und auch in der Hand hast, dann besonders in dieser Ebenholzausführung hier, dann erinnert sie irgendwie an eine Ringelnatter. Aber es liegt sehr gut in der Hand und ist wirklich ein tolles Messer, aber dazu komme ich gleich. Das gibt es einmal in D2, ich habe sie hier in D2-Ausführung. Ich glaube, dass die Stahlsorte, ich habe dann nicht so genau geschaut, immer gleich bleibt. Aber es gibt es auch mit anderen Griffschalen und es gibt es entweder, ich habe es absichtlich in dieser Lederscheide hier bestellt, ja. Gibt es aber auch in Kydex-Scheide und G10-Griffschalen, wie es beliebt. Das Messer ist klein, leicht, aber trotz alledem vom Griff her lang genug, dass man auch mit größeren Händen damit arbeiten kann. Denn es ist nichts fürchterlicher, meiner Meinung nach zumindest so in meiner Wahrnehmung, wenn ich ein Messer habe, das ich nicht richtig halten kann, wo man sie so schneiden oder schnitzen muss. Das ist ja fürchterlich. Ne? Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also du kannst es richtig schön packen. Er hat das, also ich habe so verstanden, dass der Matthias Busch, der Jackknife, das auch designt hat. Und da sieht man halt, er hat da wirklich nachgedacht beim Arbeiten. Du kannst es ganz weit vorne nehmen. Und dann bleibt hier noch immer genügend, also für große Hände endlich einmal ein Messer, was du vernünftig benutzen kannst, das auch klein ist. So, das nächste ist, die Kontrolllinie ist wirklich gut gemacht, das heißt, Kontrolllinie, so nenne ich das halt jetzt mal, geht hier genau gerade durch, ist zum Schnitzen irrsinnig gut gemacht. Er hat auf dieses Chimping, glaube ich, heißt das, ja, verzichtet. Das bedeutet, da sind nicht irgendwelche Rillen für Military Survival, sondern einfach nichts, ja. Feuerstahlbedienung werden wir uns auch nachher anschauen. Auch die Klingenform insgesamt sehr, sehr schön gemacht. Du kannst es schön halten. Man kann auch damit bohren. Ich habe damit bei einem Kurs den Feuerbohrer zum Beispiel komplett damit hergestellt. Also da kann man auch schön arbeiten. Das ist nett gemacht. Es fällt ein wenig ab. Also ich könnte mir vorstellen, wobei ich da kein Experte drin bin, dass man das auch zum Aufbrechen, ja, also Wampe aufschneiden von einem erlegten Reh oder sonst ein Wildtier, das ein bisschen größer ist, benutzen kann. Fällt leicht ab, jetzt nicht extrem, aber doch etwas. Lässt sich gut kontrollieren. Es gibt keine Stelle, wo irgendwo was vergeudet wäre, weil ich habe ja auch schon vorgestellt, da gebe ich da auch oben den Link, den Zerstörer. Ist eine ganz andere Kategorie von Messer, möchte ich gleich dazu sagen. Aber bei dem ist es so, dass da diese Fingermulde drin ist, die für einen Hugo ist, meiner Meinung nach. Und das ist hier alles nicht gegeben, sondern du kannst gleich da ganz nett arbeiten. Und ich werde gleich damit arbeiten, versprochen. Auch das dem Reine so wichtige Powercut-Thema, mir ist das halt wichtig, ist hier gegeben. Denn der Designer, also der Jackknife, sagt schon ein bisschen mit dieser Struktur hier, wie man es halten soll. Aber er gibt es dir nicht so vor, dass der Finger kann sich bewegen, wie du siehst. Und es ist nicht so ausgeprägt. Ja? Das heißt, das kann sich auch, wenn man Reverse, ich glaube Reverse Cut nennt man das, kann man das auch nennen, wenn man jetzt so arbeitet, aber schreibt mal einen Kommentar, wie das wirklich heißt. Also man kann auch so arbeiten, ohne dass dieses kleine Huperl hier wehtut. Das ist ein Handschmeichler. Und jetzt halte ich es mal und wir tun ein bisschen arbeiten. An alle selbsternannten Umweltschützer, dein Herz wird heute nicht bluten, denn ich werde mit diesem Messer, weil es dafür eigentlich nicht gemacht ist, keinen lebenden Haselstock abhacken. Ich werde aber den ich das letzte Mal hier umkaut habe, zum Beispiel mit einem Zerstörer, mit allen anderen Messern, hier auf diesem Parkplatz, wo ich die Erlaubnis habe, das zu machen, werde ich jetzt einfach ein bisschen arbeiten damit. Und eins möchte ich gleich dazu sagen, und ich habe das jetzt nicht nur um zu provozieren gesagt, sondern ich verwende das, ja, das ungehackte, die ungehackten Teile dann eben für andere Arbeiten. Und dieses Natrix ist natürlich kein Hauwerkzeug, das ist klar, sondern das ist ein, ich weiß es nicht, ob sich der Matthias Busch das auch so überlegt hat,
Ich habe mir keine Videos, keine Reviews, nichts durchgelesen. Aber das ist etwas, was man leicht einstecken kann. Ich glaube auch, dass es 42A-konform ist, extrem höllescharf ist und ein Allzweckwerkzeug ist, ja, für die meisten Dinge, die man eigentlich tut, nämlich Jause schneiden, irgendwas abschneiden, ein Seil kappen, so irgendwas in der Richtung. Und für solche Aktivitäten hat man eine Säge oder eben ja, eine Axt mit dabei oder ein größeres Messer. Also es ist eher so Outdoor-Bushcraftig unterwegs und nicht so auf Hardcore-Survival und irgendwas und ich. Überhaupt nicht. Es lässt sich sehr, sehr gut führen. Du siehst, ich habe Handschuhe an und diese Handschuhe, die haben keinen Grip. Das sind einfach nur so ja, Polyester-Handschuhe. Und in der Ebenholz-Ausführung ist das Messer doch etwas ja, rutschig, aber ist ein Handschmeichler. Aber weil das Design doch auf Sicherheit auch bedacht war, hier an der Stelle, rutsche ich da überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt nichts. Also mein geliebter Bauerkart, ja. Ich weiß, manche können den überhaupt nicht leiden, aber auch sonstige Arbeiten. Also das Messer, das ist einfach, ich habe schon einiges damit gemacht, ich hätte es ein bisschen nachschärfen können, weil es war ab Werk als ja, noch schärfer, aber das werden wir dann nachhaltig machen, wenn wir gleich mit dem CC4 doch mal drüber gehen. Das ist auch alles jetzt gefroren, weil es ist relativ kalt in der Nacht gewesen, aber es macht einfach Spaß damit zu arbeiten. Liegt wirklich gut in der Hand, ist sehr nett. Bevor ich jetzt noch weiter arbeite, mag ich da aber noch was zeigen und zwar im Griffbereich. Der Mittelteil hier, da wo man angreift, anfasst sozusagen, der ist etwas dicker. Und dann hier unten und auch da oben ist es tailliert. Das heißt, wenn du dir jetzt diesen Querschnitt, ich halte es gegen den hellen Hintergrund, siehst du, da ist tailliert und hier unten und da in der Mitte ist eben dieser Bauch und dadurch liegt das Messer. Sehr schön in der Hand, obwohl es relativ klein ist. Ne? Lässt sich gut in der Hand halten. Und was ich beim Bild, als ich das Bild gesehen habe auf der Webseite von Jas Messer, habe ich mir gedacht, du, das Design hat mir einfach angesprochen, dieser Bauch hier oder Rücken oder wie auch immer du das jetzt nennen magst, wird das beim Arbeiten unangenehm sein? Weil natürlich bei einem klassischen Messer, irgendwas ist jetzt egal, aber was ist ein klassisches Messer? Bei den meisten Messer geht das hier gerade weiter und hier fällt es aber ab, so schlangenmäßig sozusagen, und es macht überhaupt nichts. Also es liegt trotz alledem gut in der Hand. Liegt natürlich immer an dir. Ich kann jetzt nicht für dich sprechen, aber für mich kann ich sprechen, das ist sehr nett. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, da kann man so einen Fangriemen durcharbeiten und der wird sich bei meiner Hand auch noch ausgehen, dass er seitlich runterhängt, weil wir haben zum Beispiel das Felniven F1, bei dem, das habe ich auch vor einiger Zeit vorgestellt, gebe ich da oben den Link dazu. Und billige Eigenwerbung natürlich, so wie immer. Ja. Gibt's, das F1 gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Da ist es so, dass diese Öse hier irgendwo angebracht ist und dadurch greift man, wenn man arbeitet, immer wieder in diese Öse, also in die Schnur hinein. Das ist ein bisschen unangenehm und das kann man hier verhindert. Das ist sehr, sehr nett. Und noch einmal, und ich sage es noch einmal, dafür, dass die Klinge relativ kurz ist, ist der Griff sehr lang und das finde ich gut. Ich finde das wirklich gut, weil man das kann man richtig schön packen und angreifen und damit arbeiten. Aber jetzt weitermachen. Zum Schärfen draußen unterwegs verwende ich meinen geliebten CC4, einen meiner geliebten CC4, den habe ich in jeder Tasche. Und billige Eigenwerbung, dann gibt es natürlich bei mir im Shop oder auf Amazon. Und ja, das mache ich jetzt ganz einfach mal, denn ich habe das sträflich vernachlässigt, das muss ich schon dazu sagen. Ich habe nur damit gearbeitet und das ist das erste Mal jetzt nacharbeiten, nachschärfen. Und da würde ich ohnehin empfehlen, weil ich auch immer wieder die Frage auf Instagram kriege, ich würde das Messer nicht so weit abarbeiten, dass man nur mal Wasser damit schneiden kann, sondern ich würde immer nach dem Arbeiten ein bisschen Liebe schenken oder nach ein paar Mal Arbeiten ihm Liebe schenken, damit es gar nicht so stumpfig wird, dass man ein Problem hat. Nun denn, dann wollen wir nach dem ewigen Geplaudere vom Reini endlich einmal ein bisschen was arbeiten. Ich habe mir hier einen Buchenscheit, einen leicht gefrorenen Buchenscheit besorgt, der ja ungefähr passt. Ja, jetzt wollen wir natürlich das gute alte Batonieren machen. Dass dieses Messer natürlich kein Hack- oder Haumesser im eigentlichen Sinn ist, das ist vom Anschliff her gegeben, das ist ganz klar. Das ist jetzt auch, ja, ich finde, dass es ein Allround-Werkzeug ist, mit dem man alles tun kann, außer hacken. Aber schnitzen, ja, also das geht alles gut und ist einmal überhaupt kein Problem, wie ich vorher beschrieben habe, durch den Full-Tang gut gemacht. So, jetzt tun wir mal ein bisschen schnitzen
jetzt, wo es geschärft ist. So, jetzt gehen wir da ein bisschen weg. Das mache ich mit dem Klingenrücken, der übrigens auch angeschärft ist. Da werden wir dann nachher Feuerstahlbedienung damit spielen. Und dann schauen wir mal. Und das ist halt schon schön. Also, das ist traumhaft. Und der D2-Stahl, der bei Jahresmesser, ich habe ja einige Jahresmesser im Einsatz gehabt und dann verlost und dann wieder neue besorgt, muss ich schon halt dazu sagen, der ist ordentlich gemacht und das ist halt auch wichtig, dass man sich darauf verlassen kann. Und das ist halt ganz fein, gell? Schau, das ist eine ganz feine Arbeit hier jetzt. Sehr schön, wirklich sehr, 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 sehr schön. Also das macht Spaß. Ja, ich meine, so eine Buche ist natürlich nicht ideal, um Feathersticks zu machen, aber das hat ganz gut funktioniert. Das Messer ist sehr, sehr scharf. Das gießt einmal alles in Ordnung. So, jetzt wollen wir Feuerstahl bedienen. Und dazu verwenden wir jetzt diesen Camp Buddy. Den habe ich seit einiger Zeit jetzt im Test. Der ist jetzt zum Beispiel komplett neu. Und wie du siehst, schau her. Weil der Klingenrücken so schön scharf ist, ja, geht da Funken raus. Also das. Ein Wahnsinn, wie man so schön sagt, bei uns in Österreich daheim. So, dale. Gut, ansetzen. So, noch einmal. Man nicht gleich wieder ausgehen. Das ist so. Das ist einfach so. Komm. Ich hätte trockeneres Holz nehmen sollen. Und nicht was, was am Boden herumliegt. Aber nur durch Scheitern lernt man gut dazu. Aber jetzt hat die lang genug gedauert und ist schon wieder aus. Das Holz ist einfach zu gackermäßig. Aber es ging ja nicht darum zu zeigen, ob ich das jetzt anzünden kann oder nicht, sondern es ging einfach darum zu zeigen, wie performant das Messer ist. Und das muss ich schon sagen. Schau dir das jetzt einmal an. Das ist super. Also der Klingenrücken ist richtig schön scharf und du hast es ja eh gesehen. Ich meine, schau mal, was da runter geht, und normalerweise müsste das Lichterloh brennen, aber es liegt am Material und vielleicht auch an den Sticks. Ja, das mag alles sein, aber das Messer, das kann nichts dafür, das ist top. Ja, zusammenfassend ein sehr, sehr liebes, kleines, leichtes Messer, das schön schneidfreudig ist und für die meisten Outdoor-Aktivitäten absolut ausreichend. Du hast es gesehen, lässt sich gut nachschärfen mit dem CC4, auch Feuerstahlbedienung mit diesem Camp Buddy, XL Feuerstahl, alles in bester Ordnung und ja, ich kann es empfehlen. Ich gebe da unten den Link zum Sergej bei Jahresmesser, der verkauft das Ganze. Und ja, wenn es dir gefällt und du auch sowas haben magst, schau einfach einmal rein. Natürlich auch billige Eigenwerbung, den CC4. Wo ist er denn jetzt? Na, du weißt eh, diesen komischen Schleifstein, ja, den gibt es bei mir im Shop. Ah, da ist er. Ja, oder den Camp Buddy, da gebe ich dir den Link auf Amazon, wenn du die erwerben willst. Das ist natürlich alles billige Eigenwerbung hier. Gut, das war's. Schönes Messer. Top, Daumen nach oben, schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Messer hältst. Hast du es vielleicht, hast du ein anderes Jahresmesser? Schreib ein bisschen was, das wird mir irrsinnig freuen. Kompliment, schönes Messer. Daumen nach oben oder nach unten, ein Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop zum CC4. Ein anderes Video, vielleicht gleich von Jahresmesser. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao, ciao.